gerade ein Geschenk bekommen. Und zwar einen lebendigen Papageien. Und ja, also ich denke, ich werde den weiter verschenken, weil ich kann ja keinen Papagei mit nach Deutschland nehmen, ne? Und ja. Aber immerhin, so einen Papagei bekommt man nicht alle Tage. Ich denke, ich werde ihn an meinen Cousin hier weiter verschenken. Lamin. Batman. Und watch out, be careful. Und ja, also er freut sich darüber. Er meint schon, ja, ist eine tolle Sache. Und ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Wenn ich ihm damit eine Freude machen kann, dann ist das eine Win-Win-Situation. Weil, was machst du mit Papageien? Außer auf meine Schulter setzen und dem ein bisschen Deutsch beibringen. Eigentlich kann man eine witzige Sache mit so einem Papagei machen, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich glaube, der Rest, das ganze Drumherum ist mir zu viel Arbeit wegen. Lass ich das lieber. So, nach einem anstrengenden Arbeitstag geht's jetzt ins Restaurant. Mein Vater essen. Mal sehen, was Gambia so zu bieten hat hier. Essenstechnisch. So, der Plan war ja eigentlich nach Senegambia, also diese Area hier, wo das Leben stattfindet, also Clubs und Restaurants etc. pp. Dahin zu gehen und zu essen. Wir sind auch hingefahren. Uns ist dann aber aufgefallen, glücklicherweise rechtzeitig, dass wir kein Geld dabei haben und wollten dann zurückfahren. Was passiert? Der Motor springt nicht an. Ne, wie auch immer, und lag auf jeden Fall nicht an der Batterie, aber keine Ahnung, Zündung hat nicht richtig funktioniert oder sowas. Dann zum Glück, irgendwie mit ein bisschen Anschieben hat es irgendwie trotzdem geklappt, dass der Wagen dann losgerollt ist oder beziehungsweise der Motor angesprungen ist. Sind wir zurückgefahren und dann dachten wir uns, ja komm, bleiben wir jetzt im Hotel und gehen morgen irgendwie ins Restaurant oder sowas, weil hier gibt es auch so eine Küche, wo man auch kaufen kann oder Essen kaufen kann. Und sind wir halt dahin gegangen, haben da jetzt gerade gegessen. Mit dem Strand im Hintergrund war eigentlich auch ganz cool. War ein bisschen dunkel, aber abgesehen davon, dass die eigentlich kein Essen mehr hatten und wir einfach nur noch das nehmen mussten, was da war, war das Essen gut, also hat lecker geschmeckt. Und wie gesagt, Location war cool, direkt am Strand oder Meer. Und ja, jetzt ziemlich fertig vom Tag. Was geht, Leute? Ihr habt gesehen im Video, ich habe ein ziemlich verrücktes Geschenk bekommen. Eigentlich das verrückteste Geschenk, was ich in meinem ganzen Leben bekommen habe bisher. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, was war euer verrücktestes Geschenk, euer lustigstes Geschenk, euer komischstes Geschenk? Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Ja, schreibt es in die Kommentare, Facebook, YouTube, wo auch immer. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Also bis dahin, zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao.